Ich heiße Timo Langpin, komme aus Deutschland, aus der Nähe von Lübeck. Ich bin 33 Jahre alt, habe seitdem ich 25 Jahre alt bin Probleme mit Haarausfall. Hatte dann meine erste Operation in Hamburg bei Monk Medical One. Habe dort meine erste Haartransplantation per Streifenmethode durchführen lassen. Das war aber nicht genug für meinen Geschmack von der Menge an Haaren. Dann habe ich eine andere Methode ausprobiert, das Hair Weaving. Dazu wird ein Haarteil auf den Kopf gewebt. Das muss alle 4 Wochen geändert werden. Hat aber zum Nachteil, dass die Haare keinen Sauerstoff bekommen, es juckt, man bekommt Schuppen. Und die vorhandenen Haare leiden auch noch unter dem Haarteil.